Vielen Dank, Kollege Schaus. Es gibt auch eine Kurzintervention. Gerhard Merz, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass diese Debatte heute besser nicht stattgefunden hätte, dann ist, er eben abgelegt worden. Wir haben eben dem Versuch der LINKEN beigewohnt, nach Thomas Münzer auch Martin Luther und eigentlich auch Bismarck zu beerben, ein Versuch, den schon die DDR im Rahmen ihrer Vergangenheitspolitik gemacht hatte, der aber keinen Deut realitätsnäher geworden ist, dadurch, dass ihn der Kollege Schaus hier jetzt wiederholt hat. Es ist mit dieser Rede ein bisschen wie mit der einleitenden Bemerkung von Marx im 18. Brumaire, alle großen Ereignisse wiederholen sich einmal als Tragödie und einmal als Farce. Meine Damen und Herren, eine Rede zu halten, in der man Martin Luther zum Ahnherrn des modernen Sozialstaats macht, das ist so daneben, wie irgendwas nur sein kann. Und in einer solchen Rede auch den Bauernkrieg mit keinem einzigen Wort zu erwähnen. Diese Massenschlechterei, die von Martin Luther unter Berufung auf die christliche Freiheit und in Abgrenzung der Vorstellung der Bauern von einer staatlichen Verantwortung und einer Befreiung von der Leibeigenschaft, von dem Zehnten, von dem Kirchenzehnten, auf die Martin Luther geantwortet hat, das heißt, christliche Freiheit ganz fleischlich machen und aus dem Reich Christi ein äußerliches, weltliches machen, was unmöglich ist. Dieses hier mit keinem Satz zu erwähnen, das ist geschichtsklitternd, wie ich selten etwas erlebt habe. Kollege Schaus, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe schon gemerkt, dass die Unruhe bei meiner Rede bei der SPD am größten war. Das finde ich schon bemerkenswert. In der Tat kann man sich natürlich dem Thema Luther auf unterschiedliche Art und Weise nähern. So, ich habe als Erstes an Thomas Münzer gedacht, sage ich mal, bei der Vorbereitung meiner Rede. Auch an die Bauernkriege, in der Tat. Wir haben uns aber gemeinsam mit meinen Genossinnen und Genossen von der Landesarbeitsgemeinschaft Christinnen und Christen in Hessen, die gibt es nämlich innerhalb der LINKEN auch, darauf verständigt, uns ausschließlich auf den Text des Antrags zu beziehen, weil die Dimension, Herr Merz, jetzt sage ich auch mal bewusst Herr Merz, weil die Dimension, die Sie jetzt sozusagen in die aktuelle Politik getragen haben, mir vorzuwerfen, finde ich geradezu grotesk. Weil ich kann nur sagen, wir nähern uns auf unterschiedliche Art und Weise. Und uns geht es um die Betonung des Sozialstaates in dieser Debatte, der im Antrag der CDU in keinster Weise erwähnt wurde. Und darum geht es auch. Und nicht darum, sozusagen 500 Jahre Geschichte in 10 Minuten aufzuarbeiten. Den Ansatz hatten Sie weder noch wir. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Goldbach, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Meine lieben Kollegen, wenn Sie Ihre Debatten beendet haben, sage ich auch ein paar Worte zu dem Thema. Liebe Frauen, verehrte Kollegen, ich wundere mich ein bisschen über die bisherige Debatte. Ein Teil der Männer, die hier geredet haben, scheinen unangenehm berührt davon zu sein, dass sie sich mit dem Thema Reformation befassen müssen, einem Thema, das mit Kirche und Glauben zu tun hat. Herr Greilich stellt gar in Frage, ob man überhaupt theologische und politische Aussagen irgendwie miteinander besprechen kann. Ich möchte nur einmal darauf hinweisen, dass etwa 60% der Inhalte von Luthers Schriften politisch waren. Er hat die politischen Zustände seiner Zeit in seinen Schriften immer beschrieben. Deswegen wäre es ein bisschen absurd, heute in Frage zu stellen, dass man das auch einmal zusammen in einem Gespräch, in einer Debatte behandeln kann. Und was Herr Schaus aus dem Thema macht, ich glaube, Herr Merz hat ein bisschen was dazu gesagt, das lassen wir einfach einmal dahingestellt. Ich stehe hier als Mitglied der Evangelischen Kirche und als Mitglied der Evangelischen Kirchensynode.
Das veranlasst mich aber in keiner Weise dazu, irgendwie missionarisch auf Sie einwirken zu wollen, sondern ganz im Gegenteil, das versetzt mich in die Lage, sehr entspannt auch über ein solches Thema, auch völlig konträr, hier im Hessischen Landtag einmal zu reden. Und ich denke, wir könnten uns doch einmal damit befassen, was hat Luther eigentlich bewirkt, was hat die Reformation bewirkt, was wir bis heute spüren. Und dazu gehört unbedingt die Bibelübersetzung. Nachdem über Luther die Reichsacht verhängt wurde und er als vogelfrei erklärt wurde und als Junker auf der Wartburg verbannt war, griff Luther zur Feder. Und, by the way, Luther war ja ein Mensch, der wirklich Humor hatte. Und vielleicht sollten wir uns auch dem ganzen Thema mit ein bisschen Humor heute mal nähern. Das will ich jetzt mal versuchen. Denn als er zur Feder griff im Jahr 1521 an einem Adventssonntag, plagten ihn nach eigenen Worten Langeweile und Darmträgheit. Und so widmete er sich einer Last, die er eigentlich über seine Kräfte sah. Er übersetzte das Neue Testament. Wie war das? Gab es vorher schon Übersetzungen? Es gab welche. Es gab schon 15 Übersetzungen des Neuen Testaments. Aber das waren vor allem Argumentationshilfen für Geistliche, die fast nicht verständlich waren, vor allem in Latein verfasst, und sich auf einer 1000 Jahre alten Übersetzung des Ursprungs griechischen Textes bezogen. Und Luther sagte, ich nehme den ursprünglichen Text, den Urtext, und übersetze den. Und sein Anliegen war, für die Menschen, die Gläubigen, die Bibel in einen verständlichen, bildhaften Text zu übersetzen, sodass jeder ihn verstehen konnte und jeder Gläubige auch damit arbeiten konnte. Und das hat er auf eine ganz wunderbare Art gemacht, denn mit seiner Sprachgewalt, die war so lebensnah, volkstümlich und bildhaft wie nichts zuvor. Er hat poetische Bilder erfunden, und ich möchte mal einige zitieren. Zum Beispiel im Matthäusevangelium wird das Wort Proskairos verwendet, unstet oder vergänglich. Er macht daraus wetterwendisch, ein Wort, das heute nicht mehr benutzt wird, aber unheimlich bildhaft ist. Seine Ausdrücke wie die Feuertaufe, der Bluthund, Selbstverleugnung, Machtwort, Schandfleck oder auch seine Metaphern wie Perlen vor die Säue werfen, ein Buch mit 7 Siegeln, die Zähne zusammenbeißen oder den Wolf im Schafspelz, die sind uns erhalten bis in den heutigen Sprachgebrauch. Also Luthers Übersetzung hat tatsächlich die Sprache bis in die heutige Zeit hinein verändert. Das kann man doch mal ganz entspannt bei einer solchen Debatte erwähnen. Und es ist auch erwähnenswert, jetzt kommen wir ein bisschen auch auf Hessen, dass in der Zeit der Reformation die Grundlage gebildet wurde für unser heutiges System der freien Bildung und Wissenschaft und Forschung. Denn bis zur Reformation gab es das mittelalterliche Schulsystem, und es waren vor allem kirchlich getragene Schulen, die bis dahin existierten. Und nach der Reformation und in der Zeit der Reformation waren viele Schulen verwaist. Und Martin Luther und Philipp Melanchthon erkannten eine Gefahr. Sie erkannten die Gefahr, dass die Schulbildung da niederliegt. Und deswegen forderten sie den Beginn einer staatlichen Bildung. Also, sie forderten, dass die Städte, dass der Staat die schulische Bildung übernehmen sollte. Und das war eben tatsächlich der Beginn der allgemeinen staatlichen Schulbildung, wie sie dann ganz konsequent auch erst im 20. Jahrhundert umgesetzt und verwirklicht wurde. Außerdem hat Melanchthon durch sein Wirken an der Universität in Wittenberg viele Bildungsreformen vorangetrieben, vor allem im Universitätswesen im Deutschen. Denn dem humanistischen Ideal folgend fordert er eine universelle Bildung, die wir heute immer noch haben. Und dann gehört eben zu den 7 traditionellen Studienfächern nicht nur Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik usw., sondern auch Theologie, Rhetorik, Geschichte und die Naturwissenschaften. Das war tatsächlich der Beginn der freien Universitäten, Wissenschaft und Forschung, wie wir sie heute kennen. Und zum Lande Hessen. Der Kollege Utter hat es schon erwähnt, die Marburger Religionsgespräche zwischen Luther und Zwingli, die leider erfolglos verliefen, aber immerhin friedlich. Denn sie konnten sich nicht verständigen auf ein gemeinsames Verständnis von Abendmahl, also der Wandlung. Aber
Eine ganz wesentliche Rolle hat Landgraf Philipp von Hessen gespielt, der Philipp der Großmütige. Und es gibt da auch eine ganz nette Anekdote. Philipp von Hessen war verheiratet und war wohl auch ganz glücklich verheiratet. Er hatte mit seiner Frau 10 Kinder. Und diese Frau hatte einen kleinen Hofstaat. Und nun geschah es, dass Philipp ein Auge warf auf eine dieser Hofdamen. Und auch sie war ihm in Liebe und Zuneigung zugewandt. Und nun war Philipp in einem Dilemma. Einerseits war er einer der Fürsten, die sich gegen den Kaiser wandten und die Reformation befürworteten. Das war ja faktisch ein Aufstand gegen den Kaiser, den die deutschen Fürsten damals machten. Aber es war ja eigentlich nun mit seinem Glauben nicht vereinbar. Also wandte er sich an Luther und Melanchthon und fragte, was er denn nun tun könne. Und da war Luther an dieser Stelle sehr politisch, denn ihm war völlig klar, er brauchte diese Fürsten, um den Protestantismus durchzusetzen. Und so erlaubte er ihm die Ehe zur zweiten Hand, eine ganz uralte Geschichte. Und er erlaubte ihm tatsächlich, eine Zweitfrau zu nehmen, sodass Philipp am Ende Luther weiterhin unterstützte gegen den Kaiser und Luther ihm im Gegenzug gewährte, eine zweite Frau zu ehelichen. Das hat Philipp noch große Schwierigkeiten gebracht in der Folge, aber da sieht man auch, die ganze Geschichte war tatsächlich hochpolitisch. Und das geschah hier in Hessen. Und übrigens, ein Brief dieser Geliebten und Zweitfrau existiert heute noch im Museum in Marburg. Den kann man sich im Original ansehen. In dem schreibt sie nämlich an Philipp, diese Frau, es ist ein großes Unglück, dass ich in solche Umstände geraten bin. Man kann sich denken, welche. Aber es ist ein großes Glück, dass ich durch meinen Geliebten, diesen geliebten Mann in diese Umstände geraten bin. Das ist auch ein Stück hessische und ganz interessante Geschichte. Die Gründung der ersten evangelischen Universität in Marburg sollte auch nicht unerwähnt sein, denn das ist auch ein Stück hessische Reformationsgeschichte. Ganz interessant auch noch ein Blick auf Luther und die Frauen. Die Frauen hatten eine klare Rolle. Luther hat es so formuliert, ein Weib ist ein freundlicher, holdseliger und unterhaltender Lebenskamerad. Weiber tragen Kinder und ziehen sie auf, regieren das Haus und teilen ordentlich ein, was der Mann heimbringt, dass nichts unnütz vertan wird und jeder bekommt, was ihm gebührt. Na ja, das könnte man auch auf die 50er Jahre anwenden. Da war die Haltung der Frau gegenüber ganz genauso. Heute sind wir zum Glück ein Stückchen weiter. Interessant ist aber, dass Luther seiner Frau Katharina durchaus gewährte, den gesamten Hof zu führen. Sie machte daraus ein florierendes Wirtschaftsunternehmen. Vorher war das ein ziemlich verrotteter Hof. Und die beiden doch in einer relativ guten Partnerschaft auf Augenhöhe wohl gelebt haben, was für die Zeit ziemlich ungewöhnlich war. Aber Luther sagte auch, die Weiber sind von Natur aus beredt und können die Redekunst wohl. Was bleibt uns heute und welche Schlüsse können wir für die heutige Zeit ziehen? Die Reformation entstand in einer Zeit großer Umbrüche, die wir heute so umfangreich gar nicht darstellen können in 10 Minuten. Auch heute stehen wir in einer Zeit, stehen wir vor großen Veränderungen der Globalisierung, der Digitalisierung, den Folgen des Klimawandels. Und heute erleben wir auch Bewegungen im eigentlichen Sinn des Wortes Reformatio, nämlich einerseits Kräfte, die sich rückbesinnen auf alte und vertraute Strukturen, andererseits Kräfte, die gestaltend wirken wollen und die Herausforderungen der Zeit annehmen. Und eine dieser Herausforderungen ist ganz sicherlich das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Ob Sie nun Juden sind, Christen oder Muslime, ob Sie keiner Glaubensgemeinschaft angehören oder in anderen Bewegungen Ihre spirituelle Heimat suchen. Deshalb ist es heute angebracht, die Frage zu stellen, ob es nicht die Aufgabe unserer Zeit ist, eine Verständigung zwischen den monotheistischen Religionen herbeizuführen. Und, Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Wo immer wir auch herkommen und woran wir glauben, uns unter einem gemeinsamen Wertekanon sammeln. Religiöse und politische Toleranz, Gewaltfreiheit, Gleichberechtigung der Geschlechter und über allem die Achtung der Menschenrechte. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Lorz. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit Blick auf seine Zuständigkeit für die Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen Staat, Kirchen und Religionsgemeinschaften fällt es dem Kultusminister zu, an dieser Stelle für die Landesregierung das Wort zu ergreifen. Und ich gebe zu, da schlagen mindestens zwei Herzen in meiner Brust. Das eine,
ist das Herz eines evangelischen Christen, den das Erbe der Reformation durchaus persönlich angeht. Und das Zweite ist sozusagen das amtliche Herz des Kultusministers, der auf der einen Seite die besondere Relevanz des Reformationsjubiläums für die reformatorischen Kirchen und ihre Mitglieder sieht, andererseits aber auch die Sensibilitäten anderer Kirchen wahrnimmt, insbesondere der katholischen Kirche, für die das Wort Reformationsjubiläum angesichts der mit der Reformation einhergegangenen Kirchenspaltung allenfalls mit gemischten Gefühlen verbunden sein kann. Das hat der Abg. Roth hier auch in aller Eindringlichkeit ausgeführt. Ich glaube, dem muss ich auch an dieser Stelle nichts hinzufügen. Umso schöner finde ich es, das darf ich vielleicht noch sagen, dass evangelische und katholische Kirche mit ihrem ökumenischen Christusfest einen Modus gefunden haben, Jubiläum und Gedenken gewissermaßen auf einer höheren Ebene miteinander zu versuchen. Und da ich gerade von Ökumene spreche, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass auch die katholische Kirche in diesen Tagen ein Jubiläum mit Bezug zu Hessen begeht. Denn vor 150 Jahren tagten die deutschen katholischen Bischöfe erstmals in Fulda, wo sie sich seither regelmäßig am Grabe des heiligen Bonifatius versammeln, und das eben auch gerade in dieser Woche. Insofern passt das sehr gut. Und das wiederum schlägt den Bogen zurück zur Reformation, denn ohne Bonifatius, den Apostel der Deutschen, hätte sich das Kirchenwesen in unseren Breiten möglicherweise gar nicht in der Weise entwickeln können, in der es dann gut 750 Jahre später Gegenstand des Reformationsgeschehens wurde. Wenn wir uns aber hier im Landtag und als Landesregierung mit dem Reformationsjubiläum beschäftigen, dann müssen wir das vor allem aus einer anderen Perspektive tun. Und da knüpfe ich jetzt auch an das an, was Herr Abg. Greilich gesagt hat, nämlich aus der Perspektive des säkularen Staates und der säkularen Gesellschaft. Es geht dabei darum, was wir alle, auch und gerade abseits des spezifisch religiösen und konfessionellen, aber auch abseits der Tagespolitik, da habe ich wiederum den Ausführungen des Abg. Merz wirklich nichts hinzuzufügen, der Reformation verdanken. Es geht also darum, wie das säkulare Erbe der Reformation für Gegenwart und Zukunft bewahrt und fruchtbar gemacht werden kann. Und dazu möchte ich Ihnen gerne drei Überlegungen vortragen. Die erste. Eine wesentliche Wirkung der Reformation, das ist hier auch bereits angeklungen, besteht in den Errungenschaften von Religionsfreiheit auf der einen Seite und der Trennung von Staat und Kirche auf der anderen Seite. Luther hat mit dazu beigetragen, dass der Zwang in Glaubensfragen unzulässig wurde. Ich kann keinen in den Himmel treiben oder mit Knüppeln dahin schlagen. Mit diesen Worten in echt luthersche Diktion hat er sich immer gegen zwangsweise Bekehrungen gewandt. Und was das Verhältnis von Staat und Kirche angeht, unser ganzes heutiges Staatskirchenrecht ist, so hat es mein Kollege, der Göttinger Staatsrechtslehrer Hans-Michael Heinig, schon vor über 10 Jahren formuliert, Reformationsfolgenrecht. Weil die Rechtsordnungen in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern seit Jahrhunderten gezwungen sind, mit dem Phänomen mindestens einer konfessionellen Pluralität umzugehen. Das macht die Beschäftigung damit auch in besonderer Weise interessant. Nun wissen wir, dass der Weg von der Reformation bis zum heutigen modernen Verständnis von Religionsfreiheit und Staatskirchenverhältnis weder kurz noch geradlinig war. Cuius regio, eius religio auf der einen Seite und landesherrliches Kirchenregiment auf der anderen Seite. Das klingt nicht nach Religionsfreiheit und auch nicht nach Trennung von Kirche und Staat. Und das war es auch nicht, jedenfalls zunächst nicht. Auch in Hessen begann die Reformation eher andersherum. Eure fürstliche Gnaden soll unser Papst und Kaiser sein, so schrieb 1523 die hessische Gemeinde Balhorn an den Landgrafen Philipp den Großmütigen. Und dabei ging es um die Neubesetzung einer Pfarrstelle. Eine solche Bitte könnte heute weder der hessische Ministerpräsident noch der Kultusminister erfüllen. Und ich füge hinzu, das ist auch gut so. Landgraf Philipp hingegen bekannte sich seinerzeit zur Lehre Martin Luthers und übernahm auf seinen Aufruf hin als Notbischof das landesherrliche Kirchenregiment. Und dieses Provisorium des Notbischofsrechts sollte in der Folgezeit noch fast 4 Jahrhunderte lang bis zum Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung 1919 andauern. Das ist ein weiteres schönes Beispiel aus der Geschichte zur Haltbarkeit von Provisorien. Meine Damen und Herren, der Weg der Reformationsgeschichte und der Geschichte des modernen Staatskirchenrechts ist kompliziert und verschlungen. Aber im Zuge der langfristigen Entwicklungsprozesse, die durch die Reformation in Gang gesetzt worden sind, hat sich im Laufe von Jahrzehnten und Jahrhunderten das herausgebildet, was wir heute kennen und schätzen, erweitert die Religions- und Gewissensfreiheit und das sorgfältig austarierte, auf prinzipieller Trennung von Staat und Religion basierende Staatskirchenverhältnis. Es ist ein System, das jedenfalls bei einem gewissen Maß guten Willens auf allen Seiten auch einer größeren Pluralität von Religionen und Konfessionen gerecht werden kann
Und gerade aufgrund dieser Flexibilität und Elastizität erweist es sich derzeit als zukunftsfähig. Meine zweite Überlegung bezieht sich auf die Art und Weise, wie wir die Erinnerung an die Reformation lebendig halten können. Die Landesregierung hat sich dazu in den zurückliegenden Jahren im Rahmen der sogenannten Lutherdekade an zahlreichen Projekten, Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen beteiligt. Darüber hinaus hat sie sich in vielfältiger Weise für die Erinnerungsorte des Reformationsgeschehens eingesetzt, die wir in Hessen haben. Und das sind nicht wenige. Ich erwähne nur Homberg-Efze mit der quasi ersten Synode von 1526, Marburg mit dem schon erwähnten Religionsgespräch von 1529, Ziegenhain quasi mit der Erfindung der Konfirmation 1539. Und in späterer Zeit sind weitere Orte hinzugekommen, wie etwa Idstein mit der dort begründeten Nassauischen Union von Unierten und Lutheranern im Jubiläumsjahr 1817. An diesen Orten, meine Damen und Herren, und davon habe ich mich im Laufe der letzten Monate selber überzeugen dürfen, wird die Reformationsgeschichte geradezu handgreiflich erlebbar. Nehmen wir z.B. Homberg-Efze. Mit der Ständeversammlung in der Stadtkirche St. Marie, in der auch heute noch das Stadtbild prägt, also mit der sogenannten Homberger Synode, deren Beschlüsse gingen ein in die Homberger Kirchenordnung. Und bis heute zeigt das Reformationsfenster der Stadtkirche Abbildungen der vier Reformatoren Luther, Melanchthon, Zwingli und Calvin. Und nicht von ungefähr wird Homberg-Efze daher in unserer Zeit als Wiege der hessischen Reformation bezeichnet und trägt seit 2013 ja auch offiziell den Titel Reformationsstadt. Ähnliches gilt für Marburg. Also die Stadt, in der Philipp der Großmütige 1527 erstmals überhaupt eine Universität gründete, die von Anfang evangelisch war. Marburg war seinerzeit so etwas wie der geistige und religiöse Mittelpunkt Hessens. Und deswegen lud Landgraf Philipp dort auch im Jahre 1521 Luther, Zwingli, Melanchthon und viele weitere namhafte Persönlichkeiten der reformatorischen Bewegung zu einer Theologenversammlung ein, die wir heute als das Marburger Religionsgespräch kennen. Und die 15 Marburger Artikel sind bis heute ein Begriff geblieben, auch deswegen, weil es sich bekanntlich um das einzige reformatorische Bekenntnisdokument handelt, das Luther und Zwingli gemeinsam unterzeichnet haben. Und es passt dazu, dass gerade heute, das ist wie mit der katholischen Bischofskonferenz, gerade heute an der Philipps-Universität ein Symposium zur Rolle Marburgs im Geistesleben der Reformation beginnt. Aber, meine Damen und Herren, wenn ich all das hier erwähne, geht es mir nicht um eine Art nostalgischer Reformationsromantik. Es kommt mir vielmehr darauf an, das Reformationsgeschehen nicht nur in seiner Bedeutung für das religiöse und kirchliche Leben, sondern gerade auch für die gesellschaftliche und politische Entwicklung in unserem Land zu erfassen und zu bedenken. Denn das Reformationsgedenken und das Reformationsjubiläum erweisen sich aus Sicht des säkularen Staates dann als förderlich, wenn sie fruchtbar gemacht werden können für das Zusammenleben der Menschen. Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, romantisch, vielleicht mit Ausnahme der Geschichte, die Frau Goldbach uns eben hat teilhaben lassen. Romantisch ist die Reformationsgeschichte schon deswegen nicht, weil die Reformation zumindest mittelbar auch einen nicht unbeträchtlichen Blutzoll gefordert hat. In den teilweise gewalttätigen Wirren der Reformationszeit selber, vor allem aber in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, bis hin zum dann glücklicherweise weniger blutigen Kulturkampf des 19. Jahrhunderts. Und die Judenfeindlichkeit des späten Luther hat auch noch lange nachgewirkt. Das lässt sich nicht ausblenden. Das wird auch nicht ausgeblendet, glücklicherweise, weder in den kirchlichen Gedenken noch auch hier in dieser Debatte. Deswegen glaube ich, muss ich auch darauf nicht weiter eingehen, sondern möchte in meiner dritten und letzten Überlegung vielmehr mich dem widmen, welche Lehren wir aus dem Reformationsgeschehen und aus dem, was sich daraus entwickelt hat, ziehen wollen für unsere heutige Zeit und für das gesellschaftliche Miteinander in unserem Land. Unser Land Hessen zeichnet sich ja aus durch eine historisch gewachsene strukturelle Vielfalt. Das lässt sich schon sehr gut an der konfessionellen Landkarte ablesen. Da gibt es die evangelisch dominierten ehemaligen Landgrafschaften, die katholisch geprägten Landstriche in Osthessen oder im Rheingau und dann eine starke konfessionelle Mischung in anderen Landesteilen, etwa im Nassauer Land, das war auch schon immer so, und in Südhessen. Die kulturelle und religiöse Vielfalt in unserem Land hat kontinuierlich zugenommen. Das hat auch etwas mit Glaubens- und Bekenntnisfreiheit zu tun. Und insofern ist dieses Phänomen zumindest mittelbar auch eine Frucht der Reformation, eine späte Frucht. Das ist unbestritten. Und deswegen hat Herr Roth ja auch zu Recht von den Urenkeln, nicht unbedingt jetzt direkt von den Kindern der Reformation gesprochen. Aber für uns heute, meine Damen und Herren, erwächst daraus ein Gestaltungsauftrag für Staat und Politik, den es zu erkennen, anzunehmen und schließlich umzusetzen gilt. Es geht dabei um Fragen der Identität und der Integration in ihrem nicht ganz einfachen Zusammenspiel.
Ich muss an die Lesezeit erinnern, Herr Minister. Ja, ich fürchte allerdings jetzt diese Folgerungen, die sind mir wichtig. Also bitte ich um Verständnis, wenn ich dafür noch 2 oder 3 Minuten in Anspruch nehmen möchte. Der säkulare Staat, meine Damen und Herren, ist in religiösen und weltanschaulichen Fragen neutral. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit einer Religionsfeindlichkeit. Eine solche wäre sogar verfassungswidrig. Das Wirkprinzip der religiösen und konfessionellen Integration unter diesen Umständen liegt in der Toleranz. Aber Toleranz nicht im Sinne der früheren diskriminierenden Unterscheidung zwischen etablierten Bekenntnissen und solchen minderen Ranges, die dann eben nur geduldet waren, sondern Toleranz im Lichte umfassender Glaubens- und Bekenntnisfreiheit, die sich nicht nur darin erweist, dass eine jede und ein jeder grundsätzlich glauben darf, was sie oder er für richtig hält, sondern auch in der prinzipiellen Akzeptanz ihrer rechtlichen und faktischen Grenzen. Meine Damen und Herren, die Religionsfreiheit ist nach unserer Verfassung schrankenlos gewährleistet, aber nicht unbeschränkt. Das ist eine der feinsinnigen Unterscheidungen, an denen wir Juristen immer unsere helle Freude haben. Gelebte Toleranz kann und muss daher in diesem Sinne auch bedeuten, mit religiöser und konfessioneller Vielfalt umzugehen, sie zu ertragen, auch dann, wenn die eigene Auffassung eine klar andere ist und entweder die Vielfalt an sich oder die religiöse Betätigung anderer als Belastung empfunden wird. Die Fähigkeit, Unterschiede, Gegensätze und Grenzen auszuhalten, ist gerade im religiösen Bereich eine Tugend, der in unserer Zeit mehr denn je fundamentale Bedeutung zukommt. Und umgekehrt ist es Aufgabe des Staates, den Entfaltungsraum der Individuen und ihrer Zusammenschlüsse in der multireligiösen Gesellschaft zu schützen und zu erhalten. Das lässt sich in Hessen unter anderem an 2 Dingen ablesen: an der Vielfalt der Bekenntnisse, in denen Religionsunterricht erteilt wird, und an der Vielzahl der mit Körperschaftsrechten ausgestatteten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Denn das ist nichts anderes als Integration durch Einbindung in die Regelstrukturen. Und das funktioniert deshalb, weil das deutsche Staatskirchenrecht eben hinreichend flexibel und daher zukunftsfähig ist. Und das ist eine Errungenschaft nicht direkt der Reformation, aber der Reformationsgeschichte, die es unbedingt zu erhalten gilt. Eine andere große Errungenschaft, und das will ich zum Abschluss dann doch auch noch einmal erwähnen, ist der reformatorische Freiheitsbegriff, der nämlich weit über die Religionsfreiheit hinausweist und dessen Spuren wir im Freiheitsverständnis des Grundgesetzes unschwer identifizieren können. Wenn Luther in seiner Programmschrift, die hier schon mehrfach zitiert worden ist, von der Freiheit eines Christenmenschen gleich zu Beginn den scheinbaren Widerspruch statuiert, der Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan, und gleich im Satz dahinter, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan, dann bringt er damit genau das Spannungsfeld zwischen individualistischem Freiheitsverständnis und sozialer Einbindung des Menschen zum Ausdruck, das unsere Verfassung ohne die spezifisch religiöse Konnotation normativ aufzulösen versucht. Und deswegen, meine Damen und Herren, kommt es schließlich darauf an, diese Erkenntnisse, die wir eben anlässlich des Jubiläums gewinnen und aus der Reformationsgeschichte ziehen können, an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Und damit ist der staatliche Bildungsauftrag angesprochen. Und auch für diesen, und deswegen vereint der Kultusminister ja bis heute Bildungs- und Religionsangelegenheiten in seinem Amt, kann ich mich abschließend auf Luther berufen, der 1527, also vor nicht ganz 500 Jahren, an die schon erwähnte Homberger Synode schrieb: Bildet die Menschen und schafft Schulen und Lehrer für alle. Meine Damen und Herren, dieses Erbe tragen wir fort, seither und auch in die Zukunft. Und auch das ist gut so. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Lorz. Ich habe nur eine Wortmeldung von Kollegen Kartmann. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. 5 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dass wir uns mit diesem Thema fundiert in verschiedenen Facetten auseinandersetzen können, und gerade hier im Hessischen Landtag hat der Minister bewiesen, herzlichen Dank dafür. Dass wir uns auch berechtigt damit auseinandersetzen in diesem Hause, liegt an der Struktur unseres Parlamentarismus. Ich bin ein paar Tage hier im Haus, und ich weiß, mit was wir uns hier alle schon beschäftigt haben, wo man manchmal gefragt hat, muss das sein? Aber in einer Debatte über ein geschichtliches Ereignis vor 500 Jahren, mit dem sich, ich sage es jetzt mal sehr salopp, Gott und die Welt in diesem Land beschäftigt hat, ist es nicht nur erlaubt, vielleicht sogar richtig und auch verpflichtend, dass sich auch der Hessische Landtag damit beschäftigen kann, in unterschiedlichen Facetten. Ich will innerlich gar keine Stellung nehmen. Deswegen noch einmal, der Hessische Landtag ist der Ort, an dem wir das machen können, und weder der falsche Platz noch das falsche Thema hier. Deswegen ist es richtig, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Weder noch. Und es gibt ein paar Aussagen, also
Dem Kollegen Roth habe ich sehr gut zugehört. Ich höre ihm gerne zu. Das ist gar keine Frage. Wir stimmen noch fast überall überein. Nur bei der Frage, dass ein paar Dinge aus der Reformation bestenfalls die Urenkel seien. Mag ja sein, aber mir muss einer erklären, ob es einen Urenkel gibt ohne einen Urgroßvater. Und deswegen hängt das wahrscheinlich damit zusammen. Ich will auch weiterhin hinzufügen, man kann sich mit dem Thema auseinandersetzen, theologisch. Das ist nicht die Absicht. Luther war kein Prophet, war kein Apostel, war kein Evangelist. Er war ein Bürger dieses Landes. Ja, ich kenne keinen Spruch von ihm, der in der Bibel steht. Und deswegen glaube ich, ist an dieser Stelle es auch eine politische Debatte in dem ganz Grundsinne von Politik. Und es war ja ein politischer Vorgang. Die fundamentalsten Veränderungen damals bis heute wirkend, sind durch Luthers Bewegung instand gesetzt worden, ohne zu verschweigen, dass es auch ein paar Entwicklungen gab, die wir nicht unbedingt gerne gesehen hätten. Aber in diesem Hause, meine Damen und Herren, das Haus der freien Gedanken, der freien Rede, ist es erlaubt, ob nun sachlich, theologisch oder sozialpolitisch oder ideologisch, über diese Frage von Martin Luther zu reden. Und ich bin mal gespannt, was wir nächstes Jahr am 5. Mai des Jahres 2018 machen werden. Könnt ihr schon mal das euch festschreiben? Da wird Karl Marx 200 Jahre alt, wäre geworden. Das ist doch der nächste Punkt. Natürlich wird das irgendwie eine Situation geben. Wir unterhalten uns im Ältestenrat über die Frage von Gedenktagen. Dann wird das sehr spannend. Ne? Ja. Ja, ist mir völlig. Ja. So, jetzt die Frage, Herr Kollege Roth, ob wir dazu ein Symposium machen, wie mit Münkler, oder ob wir zu diesem Thema eins machen, können wir noch gerne machen. Denn der Vorteil dieses Themas, Luther, ist, wir haben noch 5 Jahre vor uns. Und 5 Jahre ist das Jahr 2021, und dann kann man wieder darüber reden. Und dann ist der Pilgerweg vielleicht oft beschritten worden. Laden Sie herzlich ein, auf den Pilgerweg nach Norden zu wandern, kommen Sie bei mir vorbei. In Ordnung so. Herzliche Einladung dazu. Aber deswegen fand ich die Debatte gut, auch in ihrer teilweise Kontroversität, weil sie bewiesen hat, dass wir hier an dieser Stelle wirklich frei sind, über viele Dinge zu reden. Und deswegen, wer die Freiheit eines Christenmenschen liest, und nicht alle haben sie gelesen, warum auch, und wenn er das nicht will, dann soll er wenigstens die 95 Thesen lesen, die ja auch ein Abbild sind auf der Basis eines speziellen Themas des Ablasshandels mit sehr vielen Inhalten. Dann kann man richtig feststellen, wer will, und nur die, die wollen, keiner wird dazu gezwungen, sich an dem, was Luther gegen seine damalige Gesellschaftsstruktur vorgebracht hat, sich daran zu orientieren, in Ableitung nach 500 Jahren von heute, der ist nach dieser Debatte erst recht herzlich eingeladen. Deswegen bedanke ich mich jedenfalls ganz herzlich für diese Debatte. Und ich hoffe sehr, dass Sie doch mitstimmen am Ende, auch wenn Sie dagegen stimmen, das wäre egal, Hauptsache mitstimmen, weil am Endeffekt das Parlament auch ein Parlament ist, was am Ende Ja oder Nein sagen muss zu Entwicklungen. Meine Aufforderung in diesem Sinne, vielen Dank für die Debatte, und bitte stimmen Sie mit. Vielen Dank, Herr Kollege Kartmann. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich lasse damit zuerst über den Änderungsantrag der LINKEN abstimmen, Drucksache 19-5304. Wer ihm zustimmen möchte, dem bitte ich um das Handzeichen, die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Wer beteiligt sich gar nicht? Die Fraktion der SPD. Somit ist dieser Änderungsantrag abgelehnt. Ich lasse über den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN abstimmen, Drucksache 19-5280. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? FDP und DIE LINKE, unter Nichtbeteiligung der SPD-Fraktion. Somit ist dieser Entschließungsantrag angenommen worden. Wir können jetzt in die Mittagspause gehen. Ich unterbreche die Sitzung. Wir sehen uns wieder um 15:30 Uhr. Vielen Dank. Okay.